Widerstand gegen die Memorandumpolitik wurde seit Beginn des Jahres 2010 hauptsächlich von der Gewerkschaftsbewegung getragen. Die Gewerkschaftsbewegung ist aber in drei Blöcke gespalten. Der eine, die Gewerkschaftsverbände heißen JESE für die Privatwirtschaft und ALEDI für den öffentlichen Dienst. Und diese Gewerkschaftsverbände werden seit Jahrzehnten von einer sehr stark bürokratisierten Führung sozusagen kontrolliert, die PASOK hauptsächlich sind, fast ausschließlich sind. Und diese Führungen versuchen, die Kämpfe der Gewerkschaften auf einem möglichst niedrigen Niveau zu halten. Der zweite Block, der vorhin ist, ist PAME, der von der Führung der KP kontrolliert wird und wie gesagt immer nur eigenständige Aktionen macht, was sehr negativ ist und die Bewegung immer sehr geschwächt hat, weil PAME andererseits ein sehr starker Faktor ist. Die griechische KP bleibt bisher die stärkste Kraft in der griechischen Linken, kann man sagen. Es gibt einen dritten Block der Gewerkschaftsbewegung, das sind die Basiskomitees, und das ist der dynamischste Teil der Gewerkschaftsbewegung, wo hauptsächlich Anhänger von Syriza, Antasia und von anderen antikapitalistischen Organisationen aktiv sind. Und diesem dritten Block ist es auch hauptsächlich zu verdanken, dass es ab Anfang 2010 eine Reihe von Generalstreiks gegeben hat, die von der Gewerkschaftsführung ausgerufen worden sind. Das ist dem Druck von unten zu verdanken, aber die eben auch von der Gewerkschaftsbasis selbst organisiert werden mussten, weil die Gewerkschaftsführungen eigentlich nichts dafür tun, um diese Streiks und Aktionen zu erfolgen zu lassen. Am 5. Mai 2010 waren allein in Athen 200.000 Demonstrierende bei dem Generalstreik auf der Straße. Es gab den Generalstreik, weil damals an dem Tag das erste Memorandum im Parlament abgestimmt wurde. Und dabei kam es zu dem Zwischenfall, tragischen Zwischenfall, dass drei Menschen in einer Athener Bank direkt dort, wo die Demonstration vorbeiging, durch einen Brandsatz drei Menschen ums Bank gestellt ums Leben gekommen sind. Und dadurch wurde die Bewegung in Griechenland ziemlich stark zurückgeworfen. Nach dem 5. Mai hat es dann noch mehrere Generalstreiks bis zum Sommer, bis zur Sommerpause gegeben, die aber jeweils immer niedrigere Zahl von Beteiligten hatten und dadurch die in der Phase die Regierungspolitik nicht mehr direkt gefährden konnten. Es hat sehr viele Streiks in den letzten 20 Monaten gegeben, viele Streiks von Branchen, die besonders betroffen sind von der Memorandumpolitik in den öffentlichen Verkehrsmitteln, bei den Lehrern, bei den im öffentlichen Bereich tätigen Ärzten und dem Pflegepersonal. Es gab eine Besetzung des Wirtschaftsministeriums und viele andere Aktionen, auch Generalstreiks wieder teilweise. Ab Herbst 2010
Das war die